Ja, Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Meine werten Ladies and Gentlemen, ich habe mir noch mal ein paar Notizen gemacht und ich denke, wir sind ready. Wir sind sowas von ready. Bist du die Kriegerin? Ja, bist du. Von Dilu. Dann komm mal raus. Oder Deluxe oder was auch immer. Luix. Französisch. Sie möchte gerne mitkämpfen. Wir nehmen sie auch mit. So soll es sein. Wird spannend, denke ich mal, der Fight. Die Nebel durchqueren. Viel Spaß. Wir werden sterben. Mighty Dragon. Thou art a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. A lowly tarnished. Oh, es sind ja ein paar Hände. Playing as a lord. I command thee, kneel! I am the lord of all that is golden. Oh, Wahnsinn, was ist das denn für ein Ekel? Weißt du was, komm, wir holen direkt hier den nächsten. Wir gehen hier ins Eingemachte. Was sollen wir auch anderes machen, wenn wir ehrlich sind? Aber vom Damage her geht es. Das war ein großer Fehler. Ja. Boah, das war ein riesengroßer Fehler. Ich hoffe, wir kommen noch dazu, dass wir was trinken. Ja, dazu kommen wir noch. Oh, schön. Haben wir wenigstens einmal gestaggert. Wir heilen uns mal eben kurz. Wir gönnen uns mal eben kurz einen Heiltrank. Und die Kriegerin ist noch da. Unser Kollege ist auch noch da. Wahnsinn, was ist denn hier los? Huch! Ah ja, stimmt. Oh. Du hast dir die Hand abgehackt. Ja. Truest of Dragons. Lend me thy strength. Natürlich. Natürlich. Natürlich, ja, 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 also ich meine, wer hätte es anders erwartet? Wer hätte es anders erwartet, aber es war doch offensichtlich, dass es so kommen muss. Und jetzt heißt es einfach nur noch drauf, so richtig drauf, sehr schön. Nochmal ein Mana-Trank, wir sind voll gebufft. Warum schnappst du die? Hey, lass sie los. Oh je. Yeah. Lass sie am Leben, bitte. Wir brauchen sie noch. Die ist wichtig. Godric. Boah. Zum Glück hatten wir den Schutz drauf. Lass doch mal das Feuer sein. Man spielt nicht mit Feuer. I am the Lord. Haben wir dich. Of all that is golden. Ach. One day we'll return together to our home. Bathed in rays of gold. Godrics große Rune. Also, so ganz verstehe ich Godric nicht. Ich meine, da hätte es auch wahrscheinlich schon Ratiofarm gegeben. Aber wie er sich die Hand abgehauen hat. Ich hatte es gar nicht mehr in Erinnerung. Ich weiß nur, dass es eine Menge Feuer ist, eine Menge Special Attacks. Wir haben jetzt natürlich
ohne große Probleme den Boss als Magier weggefokust. Aber ich meine, ja gut. Wir haben die Möglichkeit, so ist das Game. Wir nutzen die Möglichkeiten. Die großen Runen, die ihr durch einen Sieg über Fragmentträger erhaltet, haben ihre Kräfte verloren. Ihr könnt diese jedoch im Heiligen Turm im Zwischenland wiederherstellen. Lest die Beschreibung einer großen Rune, um herauszufinden, welchen Heiligen Turm ihr besuchen müsst. Okay. Wir kriegen Godericks große Rune und wir bekommen Echo des Verpflanzten. Das ist quasi gesehen diese Boss-Rune, die ich mal erwähnt habe. Und wie ihr seht, hier sind auch noch einige andere am Fighten. Wir wollen erstmal die Gnade berühren. Ich glaube, sonderlich viel müssen wir hier nicht machen. Wir können auch am Ort der Gnade direkt rasten. Ja. Wir werden noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Und mit den ganzen schönen Seelen haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Ja, ich denke mal, das Klügste, was wir jetzt eigentlich erstmal machen können, gerade weil wir so viele Seelen haben, ist zur Tafel zurückzukehren, denn dort gibt es jetzt so manche besonderen Optionen, sag ich mal. Und da werden wir in aller Ruhe Stück für Stück mal durchgehen. Wir werden hier drüben anfangen, das wäre mir noch ganz wichtig. Und siehe einmal da, wen haben wir da? Good to see you again. Thank you very much. I have you to thank, don't I? For persuading Master Hugh. I can happily announce that he has taught me the noble toil of spirit tuning. I'm as yet unsure of what I might be able to accomplish. But if I might be able to help you all, I'd certainly like to try. And if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. Roderica, the Spirit Tune Apprentice. Pleased to make your acquaintance. Total schön, oder? Geistereinstimmung. Ja, in dem Menü der Geistereinstimmung könnt ihr mit Runen und Gräberlilien natürlich die Geister verstärken. Die kriegen dann auch wirklich mehr Stärke. Ja, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher Geist für uns jetzt als Magier wirklich toll wäre. Deswegen warten wir erstmal. Wir werden uns mit dem Schmied unterhalten, natürlich. Now, look at you. Those eyes tell a story of a challenger who's failed her mark. Fine and well. Now lay out your arms. Ja, schick, oder? Wir können, ja? I spoke with the girl. She has a gift for spirit tuning. So I told her everything I know. Gut. I'm indebted to a spirit tuner I met long ago. It was all I could do to honor her. I'm sorry I doubted you. Kein Problem, gerne doch. Solange das funktioniert, wunderbar. So, das heißt, bei euch ist die Questreihe, glaube ich, durch, ne? Are you here for spirit? Gut, sehr gut. Das, was wir jetzt noch machen werden, ist, wir werden hier einmal mit der Fia reden. I am pleased to see you again. Ja, hallo. Would you like me to hold you? Oh ja, bitte. Ja, einmal mehr, einmal kuscheln. Come closer. Wer sagt da nicht nein, wenn es 4 ist, ne? Die Betonung liegt hier ganz klar auf 4. Nicht missverstehen. You are so very warm. Und wir kriegen das Segen des Firmen. So, hier geht es los. Das ist wichtig. Die Fia, die Gefährtin des Sterbebettes, wenn ihr sie das zweite oder dritte Mal umarmt, könnt ihr im Geheimen sprechen. Und das ist, glaube ich, der Start einer Questline, einer Geschichtslinie, die wichtig ist. Und ich muss jetzt selbst auch genau zuhören. I was known as a deathbed companion, where I come from. After I received the warmth and lively vigor from a number of champions, I lay with the remains of an exalted noble to grant him another chance at life. To do so is the purpose of my being. But before I could bear the noble into new life, I was awakened
by the guidance of grace, and chased from my birthplace. Pray, be kind. Despite all that, I still wish to be a deathbed companion. So please, let me hold you like this, as often as it takes. Then good day to you, my dear. So, sie fängt nämlich an zu erzählen. Ne, normalerweise wäre sie nicht hier, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann wäre sie aber hier und mit dem neuen Leben schenken und so weiter und so fort. Das ist halt so ein Hinweis darauf. So, wenn wir uns jetzt natürlich noch ein bisschen umgucken und hier noch ein bisschen quatschen, dann wird das noch ganz spannend. Bei dir alles noch in Ordnung? Alles klar, bei dir ist noch alles in Ordnung. Bei dir die? Those who live in death should be left well alone. All the more should you spy a mariner among their number. Wir können ihm jetzt seine Todeswurzel zeigen. Well, well. Another fool who won't listen to reason, eh? But with a prowess for weeding Deathroot. How would you like to earn the strength of beasts? If you're inclined to hunt more of those who live in death and weed their Deathroot, then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to, and the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? Und das ist auch sehr interessant. Wir werden uns auch hier vorstellen lassen. Very well. Show me your map. I've marked the location for you of a hidden gateway. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Wir haben eine rote Markierung auf der Karte platziert bekommen durch ein Portal, womit wir dann an diesen Bestienkleriker kommen. Jetzt wird es hier ganz interessant. Das ist das Portal, was ich in den ersten Folgen genutzt hatte, um noch ein bisschen an Loot zu kommen. Und das ist der Hinweis darauf. What is it? Still milling about? Nö. The map indicates where the gateway is hidden. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Genau, wenn wir uns die Karte nämlich jetzt angucken, das ist nämlich an der dritten Kirche von Marika. Und da ist nämlich das Portal. Wenn wir dieses Portal nutzen, kommen wir nämlich hier oben im Refugium der Bestien raus. Das haben wir bereits schon mal gemacht, falls ihr euch erinnert. Gut, so viel dazu. Wenn mich nicht alles täuscht, ja, ich dachte es mir. Er ist nämlich wieder da. Hi. Ah, we meet again after all. I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move. You see. So, what do you need? Eigentlich so ziemlich alles. Talente lernen? Ah, alles klar. Wir haben Godric besiegt, ja. Ah, you defeated Godric and claimed yourself a great rune. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. Oh, wir kriegen seinen Rapier. Wurf plus 8. Was für eine schöne Waffe. As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. So, und jetzt kriegen wir natürlich hier ein paar Informationen. Die Informationen gehen wir jetzt durch. Das sind jetzt alles so verschnörkelte Geschichtsstränge. Ja, sind ein paar Informationen, die wichtig sind, die wir uns auch gut merken müssen. Wir gehen die jetzt einfach mal durch, einmal über Dee. Ah, so you've met Dee. Dee is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. Dee was telling me that he discovered the mark of the centipede. The centipede is an ancient symbol of the curse mark. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person, and if they were like you, all the better. Der Fluch, ne?
Dann einmal über den Leichnamen. Unter Sturmschleier. Das ist da, wo der große Wurm gewesen ist, wo wir eine Menge Glück gehabt haben. The misshapen corpse under Stormveil. That is a sacred relic of the Black Knives plot, as that famed night of assassination is known. It happened during the golden age of the Erdtree, long before the shattering of the Elden Ring. Someone stole a fragment of the Rune of Death from Malaketh, the Black Blade, and on a bitter night, murdered Godwin the Golden. That was the first recorded death of a demigod in all history, and it became the catalyst. Soon, the Elden Ring was smashed, and thus sprang forth the war known as the Shattering. I once wished to become a scholar, you see. I've spent many an hour scouring the archives for knowledge of that fateful plot. The world has grown crooked, and if you intend to put it to rights, you'd better understand what happened to make it this way. Hm? And that thing is to blame for the shape I'm in now. I urge the utmost caution. Don't disturb the corpse more than necessary. Wir sind ein bisschen drüber gelaufen, ne? Aber ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, was wir gefunden haben. Ich bin mir nicht sicher. Aber so viel erstmal dazu. Ist ja ein netter Kerl. Ist ja ein netter Kerl. So, das erste, was wir machen, ist, wir haben den Rapier von ihm. Wir dürfen ihn nicht tragen. Wir brauchen 17 Geschick. Nein! Warum denn? So eine schöne Waffe. Ich will die Waffe tragen. Zeig sie mir. Zeig sie mir. Oh, schaut mal. Und schaut mal die Länge. Das ist länger. Ja, das ist länger. Was für eine schöne Klinge. Oh, mehr Geschicklichkeit. Hallo, die. What is it? The map indicates it will lead you to... Die hat nichts Neues für uns, okay? Was mit dir? Ah, you appear to be doing well. Very good. Well then, would you like to learn an incantation? Wir haben auch Gebetsbücher, aber hast du noch was Interessantes für uns, was wir unbedingt brauchen hier an der Stelle? Ich glaube erstmal nicht, oder? Ich weiß nicht. Oh, Magie, Feuerschaden, wir sind selbst Magier, ne? Könnte alles sehr interessant sein, aber wir heben die Runen noch ein bisschen auf. Und das Buch auch. Dann wäre jetzt noch wichtig, dass wir uns hier hinbegeben. Und sieh mal da, wer da steht. You again. I thought you'd receive a summons to the round table. Nefeli Lu. We met at Stormveil. I'm glad to see you here. I have something for you. I found it in Godric's grafting grounds. You defeated him. You should have it. Make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. Und wir bekommen den Arsenal-Talisman. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der war gut. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Ensher's guarding just over there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the Round Table. I'm sure talking to him will be worth your while. Das werden wir auch auf jeden Fall noch tun. It's about time I headed off. I'll see you again, warrior, should the fates deign it. Gut, so viel dazu. Oh, sehr interessant. So, das Leben. Das Leben gegen erhöht die Max. Oh, erhöht das maximale Ausrüstungsgewicht. Das ist interessant. Kommen wir damit auf leicht? Irgendwie? Nicht wirklich, ne? Doch. Können wir die Brustrüstung ablegen? Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Das würde reichen. Mittlere Last. Oh je, oh je, oh je. Wir brauchen da vielleicht je nachdem ein bisschen mehr Konstitution, ne? Das Schild ist halt so schwer. Machen wir uns nichts vor, ne? So ein Schild zu tragen wiegt einiges. Und da sind wir wieder bei der mittleren Last. Also das Schöne ist halt, können wir rollen? Wenn wir sehr leicht sind, haben wir da so, wie nennt man das auf Neudeutsch? I-Frames, glaube ich. Wir springen weiter, wir sind schneller beim Ausweichen. Das könnte natürlich auch ein großer Vorteil für uns sein. Da sollten wir vielleicht ein bisschen Wert drauf legen. Aber erstmal
Da wir ja eh nichts damit anfangen können, würde ich sagen, bleiben wir bei dem, was wir haben. Ne? Bleiben wir bei dem, was wir haben. Schade um den schönen Rapier, ne? Also das ist eine schöne Waffe, der hat auch eine besondere Fähigkeit, irgendeine Phalanx, Schimmerphalanx. Bleiben wir bei unseren Sachen, die wir haben. Da sind zwar eigentlich ganz gut mitgefahren und den brauchen wir nicht wirklich. Ne? Kleiner Umblick. Was könnten wir denn noch tragen? Als Magier ist das gar nicht so einfach, ne? Maximale Ausdauer ist ja auch jetzt nicht verkehrt. Wir kriegen halt 10 Ausdauer einfach dabei. Oder wir kriegen halt ordentlich Leben dabei. Lassen wir erstmal den Arsenal-Talisman beiseite. Aber ich möchte sie gerne weiterhin tragen. Unsere Fackel. So. Das sollte erstmal reichen. Gut. Wir gucken mal, ob ihr etwas Neues habt für uns. Fangperle haben wir nicht. Richtig. Ihr habt leider nichts Neues für uns. Sehr schade. Doch. Steinschwertschlüssel, 3 Stück. Werden wir einfach mal uns gönnen. Wir werden so oder so noch einige brauchen. Deswegen passt das schon. Die nehmen wir noch mit. Er ist ja halt verschlossen, ne? Wir können nicht rein. Sagst du irgendwas dazu? Nö, ne? Dann könnten wir uns nochmal theoretisch mit der 4 unterhalten. Wir könnten noch runtergehen. Das bringt uns nicht so viel. 4. I am pleased to see you again. Would you like the blessing? Would you like to be now? Wir lassen uns jetzt nochmal umarmen. Vielleicht können wir nochmal im Geheimen mit ihr reden. You are so. Wisst ihr. My dear, have you ever heard of Black Knife Prince? Dear Roger likes to talk of them when abed, and the ancient plot in which the first of the demigods was slain. The black knives wielded by the assassins who committed the act, along with the impressions they made, somehow hide the truth of the conspiracy. These grand affairs are hardly my forte, but dear Roger began to weep as he spoke. Über den Messerabdruck. In truth, I've heard tell from someone else about the black knife prints that fascinate dear Roger so. Und damit kriegen wir einen Hinweis zu diesem Messerabdruck. But it wouldn't be right to give this to him. Stuck as he is in the round table hold. Perhaps you could make use of it? Ihr habt eine simple Karte gefunden, untersucht sie im Inventar. Und das ist jetzt so quasi gesehen der erste besondere Schritt in dieser Reihe. Da müssen wir mal gucken, wie wir da weitermachen. Wir gehen mal eben ins Inventar und gucken uns diese Karte natürlich an. Untersuchen mit R. Eine einfache Karte von 4 enthält einen Hinweis darauf, wo sich der Abdruck des schwarzen Messers befindet. Wir sehen wahrscheinlich irgendeinen Höhleneingang, wir sehen einen Turm. Ne? Das ist so weit oben rechts, würde ich jetzt mal behaupten. Aber genaue Informationen kriegen wir dazu leider nicht. Ja. Müssen wir uns auf die Suche begeben. Ist aber noch alles ein bisschen früh. Das hat auch noch Zeit, weil da sind wir schon weit, weit Richtung Endgame, würde ich mal behaupten. Deswegen lassen wir uns mal überraschen. So, und jetzt wird es noch verrückter. Wir haben die erste große Seele. Und jetzt wird es natürlich interessant. Darf ich vorstellen, die 2 Finger. Göttliche Ordnung. Are you that new tarnished? You've done well. I am Enya, the finger reader. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers
tremble to welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring, root of the Golden Order, anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the Greater Will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the Tarnished are guided by grace, called to act. Brave Tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind. To become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Was für eine Ehre, bei Finger sich mit uns unterhalten. Schon ein bisschen gruselig, oder? Oh, wir können sogar die zwei Finger berühren. Okay. Well, I see. A remembrance of gold has found its way into your possession. Demigods and even the Creator of the Champions are hewn by the Erdtree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well, I will lend you the strength of the fingers. Oh, do not recoil from my offer. The fingers guide us all. And you, Tarnished, you are here to take, are you not? Somit haben wir die Möglichkeit, die Kraft dieser großen Runen, in dem Sinne der Echos, der Seelen, der gefallenen, großen, mächtigen, majestätischen Kreaturen dieser Welt, in Kraft umzuwandeln oder in Gegenstände. Die Macht des Echos. Jedes Echo kann euch eine Kraft liefern, sobald ihr diese Kraft empfangen habt. Vergeht das Echo. So können wir hier zum Beispiel das Echo des Verpflanzten auswählen. Und wir hätten hier die Möglichkeit dafür, einmal Godricks Axt zu bekommen. Wir sehen schon, ist eine sehr schicke Waffe. Hat auch bestimmt den einen oder anderen schönen Effekt. Das ist diese Waffe, die er selbst getragen hat, womit er sich natürlich dann auch den Arm abgeschnitten hat. Abgehackt hat. Oder wir haben den Verpflanzten Drachen. Ja, ganz genau. Dafür brauchen wir 20 Stärke und 16 Glauben. Und ja, damit dürfen wir dann selbst als Spieler Feuer speien. Ich finde beide jetzt nicht so toll, bin ich ganz ehrlich. Ich wüsste nie, warum wir diese Sachen nehmen sollten. Deswegen werden wir das Echo wahrscheinlich selbst benutzen. Und es gibt uns dann letztendlich eine Menge Seelen. Denke ich zumindest mal. Und Runen sind es, ich weiß. Dann einmal über die großen Runen. Ah, great runes are the stuff of demigods. The children of the goddess, Queen Marika. She who is vessel of the Elden Ring. Tainted by the strength of their runes, her children warred, but none could become Elden Lord. And so grace was extended to your kind, the Tarnished. Listen, the fingers speak.
speak? The Greater Will has long renounced the demigods. Tarnished, show no mercy. Have their heads. Take all they have left. Indeed. But remember one thing. The demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Godric the Grafted was but a distant relation, the runt of the litter. His divine blood sorely diluted. Mit anderen Worten, er war der Einfachste. The chill tainted man, so grace was extended. Listen, the great harness in the demigod rigger run. So, gut, ich denke, das war's erstmal. Go forth, let the words of the finger. Und dann können wir die Finger noch berühren. Und wir kriegen einmal die Begeisterung. Sehr schön. Ein weiteres Emote. So, rein geschichtlich gesehen sollte es jetzt so sein, dass der Vater, soweit es mich nicht täuscht, jetzt wieder die Zimmertüren auf hat. Das ist schon mal sehr gut. You've received the wisdom of the two fingers, have you not? Then just as promised, I bid you welcome. As a true member of the Round Table. Danke. I am known as Gideon Ofnir. As a tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord, I am accumulating knowledge. To be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. Habt ihr den Namen euch gemerkt im Intro? Der Allwissende? You'll be after more great runes now, eh? Then, as your fellow, allow me to divulge a little knowledge. The inheritors of the Great Runes, the Shard Bearers. We of the Round Table know the location of five of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds. Praetor Rykard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir. Morgoth, the Grace Given, Veiled Monarch and Lord of Laemdel. And Rinala, Queen of the Full Moon, ruler of Rhea Lucaria's Academy. You'll still be after more great runes, won't you? Wir können ja erstmal ihn ausfragen über Godric. Wir sollten so und so uns alles mal anhören. Das würde natürlich jetzt ein bisschen in den Rahmen sprengen. Deswegen machen wir das nächste Mal in Ruhe weiter. Es sind viele Informationen, ich weiß. Ich meine, wir haben jetzt die erste große Rune. Das Ziel ist es natürlich, die große Rune auch zu aktivieren für uns. Dann wird dieser Runenbogen ja dann auch dementsprechend wichtig. Und die erste große Rune, die auch wir bekommen haben, finde ich, die ist auch einer der stärksten. Persönliche Meinung. Ich weiß gar nicht, wie viele es noch gibt, aber ich glaube, die war schon echt stark. Insofern, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.